Okay, ihr Lieben, bevor es so richtig losgeht, Leben mit Vision, hören wir ein Stück österreichischer Musikkultur aus dem Jahre 1900, also nur ein Ausschnitt aus dem Jahre 1985. Du warst kein Übermensch, hast auch nicht so dann grad, deswegen war da irgendwie ein Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen. Niemals gewollt, alles bereit, aber auch keine Angst vor irgendwem. Rost war da, hast du nicht aber kommen auf ein schnell Kaffee. Rost war da, ich möchte das von mir sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und es vergiss ich nicht. Großvater. Okay, alle fragen Sie, was? STS, Großvater, in der Predigt, warum? Warum? Ich zitiere nochmal ganz kurz ein bisschen was. Übrigens, ich entschuldige mich bei allen deutschen Zusehern und Anwesenden. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas verstanden habt, aber es kommt nochmal in langsamer Form jetzt gelesen, aber es wird nicht besser wahrscheinlich. Du warst kein Übermensch, hast auch nie so down. Gerade deswegen war da irgendwie eine Kraft. Und durch den Ort, wie du dein Leben gelebt hast, habe ich eine Ahnung gekriegt, wie man es vielleicht schafft. Jeder von uns hat Leute in seinem Leben, die dich auf besondere Art und Weise geprägt haben. In dem Lied geht es darum, um diesen Großvater, der einen besonderen Einfluss gehabt hat auf den Sänger dieses Liedes. Und diesen Einfluss haben diese Leute nicht nur gemacht mit Worten, sondern wenn du so eine spezielle Person oder Personen hattest an deiner Seite, dann haben die nicht nur gesprochen, sondern die haben ein Stück ihres Lebens mit dir geteilt. Vielleicht war das ein Großvater, vielleicht war es aber auch deine Oma oder vielleicht ein Bruder oder eine Schwester, die vielleicht deutlich älter war und dir Dinge mitgegeben hat fürs Leben aus der Erfahrung, die dieser Geschwisterteil hatte. Oder ein Lehrer vielleicht, jemand in der Schule, ein Trainer vielleicht beim Sportverein, ein Coach, vielleicht auch jemand aus der Arbeit, ein Chef oder ein Kollege mit viel Berufserfahrung, jemand, der nicht nur über die fachlichen Dinge gesprochen hat, sondern auch über das Leben selbst. Oder eventuell jemand aus der Kirche, der Gemeinde, jemand vom Kindergottesdienst zum Beispiel. Ich sehe den Ali, ich war beim Kindergottesdienst beim Ali. Und ich habe mir meistens gelangweilt, aber beim Ali nicht. Und er hat da was Besonderes gehabt. Ich kann mich da noch heute erinnern. Das war großartig. Er hat Rätsel gemacht und solche Dinge mit uns. Das war super, das hat mich geprägt. Und wir alle haben solche Menschen, die unser Leben, die Spuren hinterlassen haben, positive Spuren hinterlassen in unserem Leben. Bestimmt fallen dir jetzt so Leute ein. Und bei mir war es zum Beispiel, ich möchte euch jemand vorstellen, ich habe ein Bild mitgebracht, Markus Deutsch. Er wohnt jetzt in Kanada, weil seine Frau ist Kanadierin. Und er war einige Jahre Jugendpastor in der mennonitischen Freikirche, wo ich groß geworden bin in der Kirche. Und er hat viel Zeit mit uns verbracht, nicht nur weil er dafür bezahlt worden ist, mit unseren jungen Menschen zu arbeiten und Zeit zu verbringen, sondern man hat wirklich gemerkt, er möchte uns etwas mitgeben fürs Leben. Aber nicht, weil er perfekt schon war, sondern weil er einfach wusste, er hat Dinge schon erlebt, die wir mit unseren 13, 14, 15, 16 Jahren noch nicht erlebt haben. Und er kann uns da was mitgeben, das uns auf unserem Weg
sehr helfen wird. Und so hat er uns letztendlich erklärt, was es ganz praktisch bedeutet, Jesus im Alltag nachzufolgen. Und so waren die Themen ganz breit, ja, natürlich Bibelthemen und so weiter, aber auch das erste Verliebtsein und bis, was bedeutet Ehe eigentlich? Und wie kann das gelingen, Ehe? Aber auch so Dinge wie Basketball bis Gitarre spielen lernen. Dieses breite Spektrum. Also er hat wirklich in mir ganz viel hinterlassen. Und dafür bin ich ihm richtig dankbar. Und wahrscheinlich, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich hier stehen würde und jetzt zu euch predigen würde und Pastor dieser Gemeinde wäre, ohne Markus' Beitrag. Es war ein wichtiger Beitrag in meinem Leben. Mancher denkt jetzt, okay, was ist mit den Eltern? Ja, Eltern haben auch einen großen Einfluss auf uns, aber wir kennen das irgendwo alle. Wir hören unsere Eltern, aber wir hören nicht so gern auf sie. Versteht ihr dieses Wortspiel so? Also wir hören sie zwar, aber so wirklich so gern drauf hören, da man nicht so. Also da braucht es oft irgendwo andere Leute, die so an unsere Seite kommen und sagen, hey, ich gehe mit dir ein Stück. Ja? Ganz was Besonderes. Wer war es bei dir, der ein Stück mit dir gegangen ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, du weißt es. Und ich kann mir vorstellen, dass in den meisten von euren Herzen jetzt irgendwo Leute so ins Gedächtnis kommen. Ich möchte mit euch einen Vers teilen, weil ich habe eigentlich immer noch nicht so richtig verraten, worum es eigentlich heute Morgen geht bei unserer Leben mit Vision Serie. Aber ich werde das bald lüften, das Geheimnis. Ein Vers, der zu unserem Schwerpunkt heute Morgen passt, steht im 1. Thessalonicher Brief, und zwar im Vers 8 im Kapitel 2. Und dieser Vers ist geschrieben von dem Paulus, der auch das geschrieben hat, was ich vorgelesen habe bei der Segnung von Rose und Sascha. Und er war wirklich feurig für Jesus. Er war voll begeistert für Jesus. Jesus hat sein Leben verändert und er hat angefangen, Gemeinden zu gründen. Und eine dieser Gemeinden war diese Gemeinde in Thessalonich. Und darum heißt es Thessalonicher Brief, weil es ein Brief an die Thessalonicher war. Und diese Stadt Thessalonich gibt es immer noch, die heißt heute Thessaloniki in Griechenland. Und er schreibt an diese Christen, an diese Gemeinde, die er gegründet hat. Und er schreibt da Folgendes. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Wir, damit meint Paulus sich selbst und sein Team, das hat man immer gemeinsam gemacht, man ist gemeinsam unterwegs gewesen und man hat gemeinsam Gemeinden gegründet, so soll das auch heute sein. Er schreibt, wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, und jetzt kommt's, worum es heute geht, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt. Ich lese nochmal. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Was ist diese gute Botschaft? Vielleicht für jemanden, der heute da sitzt und sich denkt, okay, es geht ums Zweite, aber was ist jetzt diese gute Botschaft? Diese gute Botschaft ist, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er gab sein Leben für dich, er starb für deine Sünde am Kreuz. Er ist ins Grab gelegt worden, am dritten Tag wieder auferstanden zum neuen Leben. Und weil er den Tod besiegt hat, hat er bewiesen, er ist wirklich Gott. Er kann wirklich neues Leben schenken. Er kann dein Leben erneuern. Er hat die Möglichkeit, dir ein ewiges Leben in seiner Gegenwart zu schenken. Und Jesus hat uns wieder zurückgebracht zu unserem Schöpfer, zu Gott, dem Vater. Er ermöglicht uns Zugang zu ihm. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das hat Paulus den Thessalonichern verkündet. Und es ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Die haben an Jesus geglaubt. Die haben angefangen, Jesus nachzufolgen, ihrem Retter und ihrem Herrn. Aber da war noch ein zweiter Teil. Wir haben auch unser Leben mit euch geteilt, sagt er. Und das bedeutet Leben mit Vision. Und so schließen wir auch unsere Serie ab. Leben mit Vision bedeutet, dein Leben zu teilen. Ich habe es euch hingeschrieben, dass du einfach das immer wieder anschauen kannst. Leben mit Vision bedeutet, dein Leben zu teilen. Warum hat Paulus das gemacht? Warum hat sein Team, warum haben sie nicht nur verkündigt, sondern auch ihr Leben geteilt? Paulus wusste, dass er eines Tages sterben wird.
Und er wollte etwas schaffen, das Bestand hat. Und auch du und ich, wir werden eines Tages sterben. Und die Frage ist, wie viel bleibt über? Was hinterlassen wir? Und ich spreche nicht von Häusern und Autos und Dingen, die verrotten, sondern die Frage ist, was hinterlässt mein Leben im Leben von anderen Menschen, wenn ich nicht mehr da bin? Das bedeutet, ein Leben mit Vision zu leben. Und darum bedeutet Leben mit Vision, Leben mit Weitblick, das Leben zu teilen. Nicht nur für uns zu leben, sondern in andere zu investieren. Anderen etwas weiterzugeben von dem, was wir gelernt haben, von dem, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Also nicht nur Leute zutexten, du brauchst Jesus und basta, sondern du brauchst Jesus und lass uns ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Ich möchte mit dir gehen, an deiner Seite. Und so wirst du zu einem Mentor und Lehrer eigentlich. Und die Schwierigkeit dabei, der große Hindernis, auf das werden wir gleich zu sprechen kommen. Aber letztendlich bedeutet es Jüngerschaft. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium und macht zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Darum ging es letzte Woche. Leben mit Vision bedeutet, eine Mission zu haben. Und diese Mission ist, Menschen in die Nachfolge Jesu einzuladen und zu begleiten und mitzunehmen. Jünger sein bedeutet, Jesus nachfolgen. Also das ist das, was wir letzte Woche behandelt haben. Und da möchte ich auch was Cooles erzählen. Und zwar hat mein Papa gepredigt über das und hat erwähnt, er hat einen Freund, den er jetzt seit 9 Jahren begleitet. Und sie reden über Jesus und er hat ihm Jesus vorgestellt. Und er hat gesagt, dieser Freund ist kurz davor, dass er sagt, ja, diesem Jesus möchte ich nachfolgen. Und er hat in der Predigt letzte Woche gesagt, vielleicht passiert es diese Woche. Und wisst ihr was? Es ist wirklich diese Woche passiert. Er hat gesagt, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich gebe mein Leben ihm. Ein Neubeginn, ein Start. Und jetzt geht der Weg weiter. Also echt cool, das zu sehen und zu erleben, dass das passiert. Und es dauert manchmal ein bisschen. 9 Jahre. Aber das bedeutet auch das Leben gemeinsam teilen. Das ist ein großartiges Beispiel dafür. Gemeinsam einfach, es hat angefangen, einfach gemeinsam spazieren zu gehen und über Gott und die Welt zu reden. Das ist ein Leben mit Weitblick, ein Leben mit Vision. Und wir können uns das so vorstellen, und damit kommen wir jetzt auf diese Kiste hier, wie mit einem verborgenen Schatz. Ja. Aber es gibt Einwände. Es gibt Einwände von uns. Wenn ich jetzt sage, ihr seid alles Mentoren, dann sagen alle, was? Mentoren, Tobi, wow. Vielleicht, das ist was vielleicht für Pastoren oder so, aber oder für einen Paulus, aber ich doch nicht. Vielleicht denkst du sogar, du kennst mein Leben überhaupt nicht. Wenn du wüsstest, was ich schon alles verbockt habe, ich bin genau ich bin quasi der Gegenentwurf zum heiligen Paulus. Ja? So denkst du vielleicht. Aber erstens einmal, Paulus hatte gedacht, er ist ein Heiliger am Anfang, aber er war eigentlich ein religiöser Fanatiker, hat ganz viele Fehler gemacht, hat nicht im Sinne Gottes eigentlich gelebt und dann hat er sich total verändert und hat sich gerühmt seiner Schwachheit. Wir alle machen Fehler, zweitens, das ist so wichtig, wir alle machen Fehler. Dieser Einwand, ich habe nichts zu geben, ich habe zu viele Fehler gemacht. Gerade wenn du viele Fehler gemacht hast, hast du viel gelernt, hoffentlich. Ja. Weil wir lernen aus Fehlern oft viel mehr, das geht viel tiefer, als irgendwie einen Sieg nach dem anderen zu erringen und immer erfolgreich zu sein. Da lernt man oft gar nicht so viel. Man weiß oft gar nicht, warum diese Siege gelingen. Aber bei einer Niederlage, da machst du Gedanken, da lernst du. Und weil wir alle genug Niederlagen erlebt haben in unserem Leben, haben wir alle viel zu teilen. Du hast etwas zu teilen. Du hast einen Schatz. Und das kann man sich ebenso vorstellen wie mit so einer Kiste. Ja, mit so einer Schatzkiste. Es wird spannend. Kennst du diesen Spruch, wenn es quietscht, wird spannend? Die quietscht. Jeder von uns hat so eine Schatzkiste, so einen Lebensschatz. Und wir unterschätzen es total. Da sind so viele verschiedene Dinge drin.
Und jeder von euch hat was in seiner Schatzkiste drin. Die Frage ist, leben wir ein Leben mit Vision, wo wir sagen, ich möchte aus diesem Schatz heraus teilen, ich möchte was weitergeben. Ich nehme einfach mal so ein paar so Dinge raus. Ich habe da zum Beispiel ein Herz drin. Dieses Herz steht für dein Beziehungsleben. Du hast vielleicht schon ganz viel Zerbruch und Quetschungen und was auch immer erlebt mit diesem Herz. Du hast es verschenkt. Und was ist passiert? Es wurde gebrochen. Vielleicht hast du sogar den Zerbruch einer Ehe erlebt. Bist durch viel Schmerzen gegangen. Und du denkst dir, das ist doch kein Schatz. Und ich sage aber, das ist trotzdem ein Schatz. Wenn du gelernt hast, wenn du das mit Jesus verarbeitet hast, dann hast du etwas zu teilen, weil du etwas erlebt hast, wo du auch anderen helfen kannst, das nicht zu erleben. Ganz, ganz wichtig. Oder vielleicht hast du auch ganz positive Erfahrungen gemacht. Du hast so viel mitbekommen in die Ehe hinein, dass du anderen was weitergeben kannst. Das haben Silvia und ich zum Beispiel erleben dürfen, dass wir viel mitbekommen haben, uns viel erspart haben und dadurch 15 Jahre jetzt erleben haben dürfen, wo wir sagen, es waren großartige Jahre, es waren schöne Jahre, es waren gute Jahre und wir wollen bereit sein zu teilen. Und so waren wir zum Beispiel, sind wir eingeladen worden auf eine Freizeit vor einer Woche oder 10 Tagen, weiß nicht ganz genau, von jungen Erwachsenen und haben da einfach ganz ehrlich erzählt, wie war das bei uns, und die Leute haben einfach Fragen stellen können, was sie wollten. Und wir haben da teilen dürfen. Und ich kann euch nur sagen, obwohl viel positives Feedback kam, hatte ich Riesenzweifel, ob das, was wir jetzt weitergegeben haben, wirklich hilfreich und gut war. Das heißt, dieser Aspekt des Zweifels, habe ich etwas zu geben und ist es wirklich wert, dass man darüber redet und es sagt, die werden wahrscheinlich immer da sein bei uns. Aber das darf uns nicht daran hindern, dass wir sagen, ich habe da was erlebt und ich denke, das könnte dir weiterhelfen. Wir können ja auch dem anderen Verantwortung geben, dass er selbst dann entscheidet, ob er damit was anfangen möchte oder nicht. Versteht ihr? Also es liegt nicht nur an uns, aber an uns ist es, dass wir unsere Schätze teilen. Was haben wir da noch alles drin? Habe mal ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Ich bin übrigens draufgekommen, ich habe einen Helm reingegeben. Der steht fürs Arbeitsleben und bin heute draufgekommen, ich habe nichts dafür aufgeschrieben. Aber du hast vielleicht in deinem Leben als Arbeiter verschiedenste Dinge erlebt. Du hast einerseits Qualifikationen dir erarbeitet, aber du hast vielleicht auch erlebt, was es heißt, länger keinen Job zu haben. Du hast was zu teilen aus dieser Erfahrung heraus. Oder du warst schon mal Chef irgendwo und gleichzeitig auch mal irgendwo ganz unten. Du hast eine breites Spektrum von dem, was man erleben kann, wo man irgendwo in dieser Nahrungskette oder in dieser Hackordnung stehen kann. Du hast was zu teilen. Also es ist so vielfältig, was an Schätzen bei euch vorhanden ist, von dem, was du erlebt hast, was ihr erlebt habt. Was haben wir da noch alles Schönes? Und zwar haben wir sowas, schaut mal, Kinderschuhe. Kinder. Du hast eine Kindheit erlebt, die großartig war. Du weißt, was es braucht, damit ein Kind in Sicherheit und Freude aufwachsen kann. So richtig freudig, behütet. Und du hast was zu teilen. Du kannst ein guter Mentor sein für Eltern, die sich fragen, wie können wir ein Zuhause schaffen für unsere Kinder, wo sie wirklich gut aufwachsen. Wenn du diese Kinderschuhe siehst und du denkst an deine Kindheit, dann ist es vielleicht wie ein Stich ins Herz, weil du eine ganz schlimme Kindheit gehabt hast, wo du vielleicht bis jetzt dran nagst, wieder zurück zur Freude zu kommen, weil du vielleicht Missbrauch erlebt hast, andere schreckliche Dinge. Und du bist dann noch am Verarbeiten, vielleicht hast du einiges verarbeitet. Wenn du Dinge verarbeitet schon hast, dann hast du einen Schatz, dann hast du etwas zu teilen. Anderen Trost zu schenken vielleicht. Du hast etwas zu teilen. Was haben wir noch alles? Wir haben hier ein Schwert. Dieses Schwert, es steht für Konflikte. Wir alle haben schon Konflikte gehabt in unserem Leben, stehen vielleicht in Konflikten. Und du hast
vielleicht gelernt mit Jesu Hilfe, wie kann ich mit diesen Konflikten umgehen? Wie kann Versöhnung geschehen? Du kannst sehr viel teilen mit denen, die vielleicht noch mitten in Konflikten stehen und sich fragen, wie kann das denn jemals aufhören mit diesem Konflikt? Du hast was zu teilen. Du hast etwas zu geben, du hast einen Schatz. Was haben wir noch alles in unserer schönen Kiste? Genau, da haben wir noch ein Thema. Und zwar... Das liebe Geld. Du verstehst nicht, warum andere ständig knapp bei Kasse sind. Du hast, obwohl du kein wirklich dickes Gehalt hast, du hast vielleicht eine besondere Gabe im Umgang mit dem Geld. Ist dir das bewusst? Du hast da vielleicht einen Schatz entdeckt oder du solltest diesen Schatz entdecken und du kannst ihn mit anderen teilen. Vielleicht ist es bei dir ganz anders. Du hast erlebt, was es bedeutet, wenn da nur Staub drin ist. Du hast vielleicht eine Firma gehabt und es ist so richtig alles gegen die Wand gelaufen. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, das alles wieder in Ordnung zu bringen, die Scherben aufzulesen und irgendwo wieder auf Kurs zu kommen. Schmerzhaft, das Thema Geld für dich. Aber du hast ganz viel gelernt. Du hast einen Schatz. Das ist ein super Geräusch. Danke, Fri. Eine Bibel habe ich auch mitgebracht in dieser Schatzkiste und zwar, das ist auch der wohl essentiellste Teil des Lebens, vor allem wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Der Glaube, vielleicht bist du aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus schon, wo Jesus nachgefolgt wurde. Du hast ein festes Fundament bekommen und es war für dich ganz klar, dieser Weg mit Gott und du stehst da fest. Dann kannst du wunderbar andere anleiten und mitnehmen und sagen, komm, ich gehe ein Stück mit dir. Ich zeige dir, wie du deine Bibel lesen kannst. Ich helfe dir beim Verstehen dessen, was hier steht und vor allem auch dessen, was es bedeutet, es zu leben. Du hast was zu teilen. Vielleicht, wenn du die Bibel siehst und über Glauben nachdenkst in deinem Leben, dann hast du eine andere Geschichte, die so angefangen hat, dass du super duper, mega weit weg warst von Gott, weiter als man sich's gar nicht vorstellen kann und dann eine Reise zurück zu Gott angetreten hast und Jesus gefunden hast. Das ist eine ganz andere Geschichte. Du hast was zu teilen. Oder vielleicht bist du beim Thema Glaube mitten in einer Glaubenskrise drin und bist dabei, diese zu überwinden. Dann bist du dabei, einen richtig großen Schatz dir gerade anzueignen, weil es gibt viele, die in Zweifeln drin sind und die vielleicht genau das brauchen, diese Erfahrung aus Zweifel und Wüstenzeiten. Du hast womöglich einen riesen, riesen Schatz hier in deiner Kiste drin. Was haben wir da noch mitgebracht? Wir sind fast durch. Je älter ich werde, desto mehr braucht man sowas. Voltaren Schmerzgel ist übrigens keine Werbung. Das steht für Krankheit, Dinge, die du erlebt hast bei dem Thema Gesundheit. Du bist vielleicht durch Zeiten gegangen, wo du wünschtest, dass man mit sowas irgendwie auskommt. Durch große, schmerzvolle, leidvolle Phasen deines Lebens. Du hast was zu teilen. Oder vielleicht bist du konfrontiert gewesen, denn über lange Zeit auch mit Depression. Und du denkst, ja, ich bin froh, dass ich da höchst durch bin, aber das betrifft doch keinen anderen. Du täuschst dich, es betrifft viele und du kannst Leute begleiten und mit ihnen gehen, ein Stück weit dein Leben teilen. Da bin ich überzeugt davon. Was haben wir noch dann? Als letztes habe ich noch was mitgebracht und zwar wahrscheinlich auch Staub drin. Ein Teppich. Und zwar, du möchtest eigentlich gewisse Dinge deines Lebens am liebsten unter diesen Teppich kehren und schauen, dass das da unten bleibt, weil du scheust dich davor, darüber zu sprechen oder das zu teilen. Aber du weißt eigentlich, dass Gott dich darauf anstupst und sagt, das ist eigentlich etwas, das ist wichtig,
dass du das teilst, weil es soll andere davor bewahren, dass sie das gleiche Verlangen kriegen, etwas unter den Teppich zu kehren. Also es ist so vielfältig, was in dieser Schatzkiste drin sein kann. Aber ich bin überzeugt, ihr alle, ihr habt so viel zu teilen. Du hast etwas zu teilen. Du hast einen Schatz. Leben mit Vision. Gehen wir nochmal zu diesem Satz zurück. Leben mit Vision bedeutet, dein Leben zu teilen. Leben mit Vision bedeutet, dein Leben zu teilen. Und ich weiß, wir haben Zweifel dran. Immer wieder, bin ich qualifiziert dafür? Kann ich da wirklich was drüber sagen? Ich habe einige Mentees, also ich bin ein Mentor von einigen Leuten und immer wieder denke ich mir, oh Mann, was soll ich dem sagen? Ja. Wir fühlen uns so oft unfähig, eigentlich wirklich, wenn wir es weiterzugeben. Aber wir haben einen Schatz und das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Und Jesus erzählt da eine Geschichte in Matthäus, wir sind schon im Landeanflug, gell? Was heißt, ihr denkt, wie hört das denn jemals auf? Also Matthäus 25 erzählt Jesus eine Geschichte. Und die ist sehr interessant, weil die hat viel mit diesem Schatz zu tun. Und zwar erzählt er die Geschichte von einem reichen Mann, einem Meister, einem Chef, einem Boss, also ein selbstständiger, reicher Mann. Und der geht auf eine lange, lange Reise. Und bevor er diese Reise antritt, lädt er drei von seinen Mitarbeitern, seinen Dienern ein und sagt, ich hab richtig Zaster für euch. Und gibt ihnen Geld entsprechend ihrer Fähigkeiten, dass sie die einsetzen und damit wirtschaften und das Geld vom Meister vermehren. Und so gibt er dem ersten seiner Mitarbeiter, der recht gut drauf ist, gibt er ihm umgerechnet auf Euro in Gold 175.000 Euro in Gold. Nicht schlecht, oder? Dem zweiten gibt er 70.000 Euro umgerechnet in Gold und der dritte bekommt 35.000. Ich habe das mit dem jetzigen Goldpreis einfach so ausgerechnet. Und dann geht er auf diese Reise, ist lange weg und kommt dann aber zurück von dieser Reise. Und nach der Reise fragt er, hey, wie war's? Was habt ihr mit dem Geld, das ich euch gegeben habe, erreichen können? Und der Erste ist voll begeistert und kommt zu ihm und sagt, ja, ich habe es verdoppeln können. Also es sind jetzt, ich weiß nicht wie viel, 350.000 sind das dann, oder? 350.000 Euro sind das jetzt, die 175. Wow. Der Zweite hat die 70.000 verdoppeln können, auch 140.000. Und der Dritte kommt dann so ein bisschen und sagt, ja, da hast du deine 35.000. Ich habe es nämlich vergraben. Weil ich war mir nicht sicher, wenn ich einen Fehler mache, ich weiß, du bist ein strenger Herr, dann würdest du mir wahrscheinlich mit der Schaufel auch nicht draufgeben. Und darum habe ich es vergraben. Und dieser Chef ist sehr, sehr wütend und er sagt, warum hast du es nicht zumindest auf die Bank gebracht, dass du Zinsen dafür kriegst? Dann hätten wir wenigstens ein bisschen was erreichen können. Und so nimmt er das Geld von dem und gibt es dem, der die 350.000 schon inzwischen hat, damit der weiter mit dem Geld arbeiten kann. Und dieses Gleichnis, das zeigt mir zwei Dinge. Erstens glaube ich, dass dieser letzte Mitarbeiter ein falsches Bild hatte von diesem Meister, weil ich denke, dieses Bild ist schon ein Bild auf Gott. Dass Gott uns Dinge gibt in unser Leben und es ist einfacher, nichts zu tun. Und du machst weniger Fehler, wenn du nichts machst. Ja? Das ist das Verlockende. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er das richtige Bild hatte von seinem Meister. Ich glaube nämlich, dass wenn er sein Bestes gegeben hätte und die 35.000 Euro in den Sand gesetzt hätte und gesagt hätte, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber ich habe die 35.000 Euro in den Sand gesetzt, er hätte es ihm nochmal gegeben. Das ist mein Bild von diesem Gott. Er ist ein Gott der zweiten Chancen. Und darum dürfen wir uns nicht aufhalten lassen, dass wir uns einreden lassen, letztendlich vom Teufel, der sagt, du kannst nichts und das, was du da erlebt hast, vergiss es und es ist alles nur Müll, dein Leben ist kein Schatz, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Dein Leben ist voll mit Dingen, wo du anderen etwas geben kannst, wo du teilen kannst. Vergrab diesen Schatz nicht, vergrab diesen Schatz nicht. Tu es nicht. Das ist so wichtig und somit möchte ich auch gleich übergehen
zur Praxis. Wie kann es gelingen, es ist voll angenehm mit einem Teppich auf der Bühne. Der gehört eigentlich an Milan, der gehört vor dein Bett eigentlich. Vielleicht nur ganz kurz Milan, das ist Schlagwort. Milan, komm ganz kurz auf die Bühne. Wir haben ja heute dieses Suchspiel. Finde den Milan. Milan ist aus dem hohen Norden angereist, gestern Nacht. Und er ist unser Praktikant in den nächsten 7 Wochen. Und er, nicht wundern, er, ja genau, also Applaus, super. Und Milan sagt immer morgen. Immer, gell? Morgen? Ich sag's falsch, du sagst? Ich sag moin. Moin, ja, moin. Das heißt sowas wie Hallo. Okay, also nur, dass moin, moin. Also, es ist, das ist Norddeutsch. Und testet mal, wie viel er versteht von eurem Dialekt. Also, ihr könnt da richtig sprachlich viel Spaß haben in den nächsten 7 Wochen. Aber warum steht der Milan hier jetzt da? Und ich möchte einfach nur, er wird sich nächste Woche vorstellen dann. Er muss halt einfach nur nichts machen, weil er ist gerade erst gekommen. Warum ist Milan da? Weil nicht, weil wir die beste Gemeinde oder so sind, sondern weil wir uns als Gemeinde auch entschlossen haben, wir wollen eine Gemeinde mit Vision sein. Wir wollen teilen. Wir wollen es Leuten ermöglichen, die eine Ausbildung machen zum Pastor, dass sie reinschauen können, wie schaut so ein Pastorenleben aus, wie schaut das aus, irgendwo so über die Wochen hin einfach in der Gemeinde zu arbeiten. Das ist das, wo wir teilen und nicht, weil alles perfekt läuft. Also er wird vieles lernen, wie man es nicht macht, wie er es in Zukunft nicht machen will. Also von dem her wollen wir einfach da auch teilen. Und ich danke dir, dass du dich zur Verfügung stellst. Begrüßt ihn einfach und sucht ihn weiter. Das Suchspiel beginnt erst heute und endet in 7 Wochen. Also. Und genau, was ist dein Lieblingsessen? Nochmal. Oh, ist immer unterschiedlich. Pfannkuchen. Okay, Pfannkuchen, also Palatschinken, er steht auf Palatschinken, das heißt, überlegt mal, wann ihr ihn vielleicht in den nächsten 7 Wochen zum Palatschinken-Essen einladen könnt. Also, weil auf das komme ich jetzt nämlich, das ist ganz wichtig. Wir kommen zur Praxis, also du darfst gerne wieder Platz nehmen. Leben mit Vision bedeutet, unser Leben zu teilen, das bedeutet auch Pfannkuchen zu teilen, also Palatschinken, ja, das kommt ja irgendwie, glaube ich, aus Ungarn, diese Bezeichnung oder so, bin mir nicht ganz sicher. Und dafür brauchen wir verschiedene Dinge und ich habe 4 Dinge mitgebracht, die dir helfen sollen, dass du anfängst, ein Leben mit Vision zu leben, wo du dein Leben teilst. Und das Witzige ist, genau die 4 Dinge ergeben tatsächlich Abba, ja, das bedeutet hebräisch Papa oder ist auch eine Band, also da könnte man jetzt, ich habe leider nichts mitgenommen von Abba einspielen aus Schweden von damals. Genau, vielleicht sollen wir es zumachen. Ha? Okay. 4 Dinge, die wichtig sind. Und ich möchte ganz kurz zu diesen 4 Dingen etwas sagen für die Praxis. Das erste, Annahme. Ich glaube, es wird nicht klappen, dass du etwas teilst, wenn du es nicht einmal angenommen hast für dich selbst. Wenn du dir nicht bewusst bist, was du denn eigentlich hast. Versteht ihr? Also es ist ganz wichtig, dass wir auch Bilanz ziehen, so ein bisschen wie bei einer Inventur reinschauen in unser Leben und uns fragen, wo sind diese größten Siege und wo sind auch diese großen Niederlagen, die ich vielleicht erlebt habe? Was sind Dinge, die mich echt geprägt haben, wo ich weiß, da habe ich eigentlich was zu geben? Dass wir das einmal uns anschauen, mit Jesus gemeinsam auch. Weil es ist auch wichtig, denke ich, dass wir einen Schluss gezogen haben und gelernt haben aus den Dingen. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt gerade dabei bist, deine dritte Ehe zu scheiden und hast schon den nächsten an Land gezogen, dann weiß ich nicht, ob du der Richtige bist, um Eheberatung zu geben. Ist das streng? Ich glaube nicht, oder? Aber ihr versteht es. Also wir müssen auch mit Jesu Wahrheit da reinschauen in unsere Schatztruhe und analysieren und sagen, wo habe ich wirklich was gelernt und wo bin ich vielleicht sogar noch dran und sollte mal noch warten, damit das groß rauszuhauen. Okay? Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er bringt Wahrheit in unser Leben. Er hilft uns auch zu analysieren, was ist da eigentlich drin, was muss ich annehmen aus meiner Erfahrung bis jetzt. Übrigens, diese Predigt geht natürlich stärker an die Leute, die sagen, sie sind vielleicht 30, 35, 40 plus. Weil ich habe das zum Beispiel erst jetzt so mit ab 35 irgendwie gemerkt, okay, ich fange mehr und mehr an, dass ich anderen was weitergebe aus meinem Leben.
Davor war das irgendwie gar nicht so ein Thema. Ich habe gar nicht so dran gedacht. Aber selbst wenn du jünger bist, hast du ganz viel schon zu geben. Gerade an die nachkommen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Also unsere Kinder zum Beispiel, die schauen total auf den Joel auf. Ja? Also ihren Cousin, der ist ein paar Jahre älter und er ist natürlich der volle Maßstab. Aber er muss halt lernen, dass er merkt, okay, die schauen auf mich. Und ich glaube, das wird ihm auch immer mehr bewusst. Und ich glaube, er gibt ihnen dann auch viel Gutes mit und natürlich einen Haufen Quatsch auch. Aber das ist halt bei den Kindern so. Ja? Das kann man ihm auch nicht ankreiden. Ja? Aber er gibt was. Also jeder ist bereits dabei, dass er Dinge weitergibt. Das Zweite, was wichtig ist, dass du Bereitschaft hast. Dass du sagst, okay, das ist, da hapert es meistens, wenn wir sagen, ja, ich bin ja noch nicht so weit und ich bin noch nicht so toll und so. Und es braucht Demut eben, dass wir sagen, ich bin bereit, Sachen zu teilen. Demut braucht es, wenn du Sachen gut kannst, dass du auch dazu stehst, das bedeutet auch Demut, dass du auch zu deinen Stärken stehen kannst und nicht stolz bist drüber, sondern sagst, ja, das habe ich erlebt, das habe ich vielleicht erreicht, da ist gut gelaufen und das möchte ich bereit sein, das weiterzugeben. Aber genauso auch Demut, dass man bereit ist, wo man so richtig in die Kacke reingestiegen ist, das anzuerkennen, das war ein Riesenfehler, aber ich möchte, dass du diesen Fehler nicht auch machst. Und darum teile ich den mit dir in aller Demut. Also, das ist dieses Element der Bereitschaft. Annehmen, Bereitschaft, jawohl, wenn sich die Möglichkeit gibt, möchte ich es weitergeben. Und dann geht es weiter. Beziehungen, und das ist wohl das Allerwichtigste, und da sind wir bei den Pfannkuchen. Und zwar, das Ganze, was ich heute gesagt habe, ist alles der volle Topfen und können wir komplett über den Haufen hauen, wenn wir keine Beziehungen haben. Wenn wir uns nicht kennen, dann können wir unsere Leben nicht miteinander teilen. Das heißt, ein kleines Beispiel, du hast total viel mitgenommen, dieses Herz. Du kannst da richtig viel geben über Beziehungen, du hast viel zu geben, gerade beim Thema Ehe zum Beispiel. Und wenn du jetzt auf ein Ehepaar zugehst, in der Kirche hier zum Beispiel, und sagst, hey, ich habe so viel Erfahrung gesammelt mit Ehe oder wir als Ehepaar und können wir da was teilen mit euch? Und du gehst zu einem Ehepaar, das ihr null kennt, das überhaupt nichts über euch weiß, dann werden die höchstwahrscheinlich sagen, weiß nicht so recht, gell? Werden sie sich vielleicht rauswinden oder so. Allerdings, wenn ihr da schon eine Beziehung aufgebaut habt, wenn sich vielleicht aus der Kleingruppe kennt oder ab und zu euch gegenseitig zum Essen eingeladen habt, dann ist es ganz eine andere Basis, um ins Gespräch zu kommen über das Thema Ehe. Versteht's? Und genauso ist es fast überall. Wenn da keine Beziehung da ist, dann ist kein Vertrauen da und damit kann man auch nicht Dinge teilen, die aber lebensverändernd sein können. Also das ist das Allerwichtigste bei diesem Thema, dass es möglich wird, diese Beziehungen. Und da möchte ich ganz bewusst euch ermutigen zu Essenseinladungen. Da ist so eine Kraft und das ist auch Teil der Kraft, die im Alpha-Kurs zum Beispiel ist, weil wir essen am Anfang miteinander und dadurch lernen wir sich ja besser kennen. Beim Essen kommen die Leute zusammen, sagt man in Österreich, und das stimmt. Durchs Essen kommt man zusammen. Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann bewegen sich auch einmal Dinge. Also es ist wirklich ein Schlüssel. Ich will euch keine Bürde auflegen, aber einfach euch zu überlegen, hey, wie könnte ich das umsetzen? Ab und zu vielleicht, das muss ja nicht einmal selber kochen sein, sondern sagen, hey, gehen wir gemeinsam an dem Sonntag mal essen. Und Leute einladen oder Kaffee trinken. Es muss ja nicht immer großes Essen sein. Denken wir da weiter und sind wir uns bewusst, das hat riesen Einfluss darauf, ob wir unser Leben mit Vision leben. Nämlich unser Leben zu teilen auch, weil es geht nur über Beziehungen. Und damit komme ich zum letzten. Authentizität, total super Wort, verwenden wir alle ständig im Alltag. Gell? Authentizität und so. Natürlich nicht. Das Wort bedeutet nichts anderes wie Echtheit, aber ich habe das A braucht fürs Aber. Also es muss echt sein. Es muss echt sein. Wenn du sagst, hey, ich bin voll der Chef über, was der bei Finanzen, ich kann es nicht oft genug hören, ich bin voll der Finanzchef, ja, und du kommst aber daher wie jemand, der unter der Brücke wohnt, dann ist es nicht echt. Dann wird dir das keiner abnehmen. Okay? Obwohl dein Konto vielleicht total ausgeglichen ist und der beste Buchhalter der Welt bist, aber das Paket muss stimmen, es muss echt sein, weil sonst werden die Leute es auch nicht annehmen, so toll der Inhalt eigentlich ist. Die Verpackung
ist halt auch irgendwie wichtig beim Geschenk, das man machen will. Annahme, Bereitschaft, ich möchte es geben. Beziehungen, dass man überhaupt zusammenkommt, merkt, hey, ich habe da was erlebt, wo du eine Not hast, ich kann was teilen mit dir und dass wir das echt leben. Das ist, wie es Realität werden kann, dass wir ein Leben mit Vision leben, wo wir unser Leben teilen. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du es möglich machst, dass wir einander begleiten. Danke, dass du uns diese Stärke der Kirche und Gemeinde geschenkt hast. Hilf uns, dass wir das mehr und mehr leben. Und danke, Jesus, dass du uns so viel reingegeben hast. Und wir wollen dir unser Leben hingeben, wollen sagen, es gehört dir. Gebrauche unsere schlechten Erfahrungen genauso wie die guten Erfahrungen. Wir wollen teilen. Hilf uns dabei. Amen.